herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Okay, Waste of Waste ist keine kluge Idee. Es sieht aus, als hätte ich gerade nur einen schwebenden Kopf. Ja, aber das Schöne ist wenigstens, wenn meine Hände dazukommen, dann sieht man, dass da noch sowas ist. Ja, egal. Ich habe heute ein Thema für euch, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Bin ich mir sicher? Ach, egal. Ziehen wir es durch. Bei Risiken und Nebenwirkungen einfach abschalten. Ja, also ich habe euch eine Geschichte, die ist so, oder besser gesagt, so eine Begebenheit, die sich bei mir komplett geändert hat. Die ist schon so ein bisschen her. Ja. Als ich ein kleines Mädchen war, war es so, dass mein Vater und ich immer ein total komisches Spiel hatten. Das klingt jetzt voll schräg, aber wenn ich euch das gleich erkläre, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Wir hatten das Spiel, wem geht's schlechter? Es war wirklich so, wir hatten einen Wettstreit darum, wem geht's eigentlich gerade schlechter. Und das war dann wirklich so schlimm bei uns, dass mein Vater Fieber hatte und ich daneben gesessen bin und gesagt habe, aber ich habe einen Spreißel im Finger. Und einfach nur, damit es mir schlechter ging. Oder wenn ich erkältet war, kam er nach Hause und hat dann irgendwie gemeint, aber mir geht's gerade schlechter. Und irgendwann, mein Vater hat ja sowohl Rheuma als auch MS und ich habe ja sowohl den Asperger als auch Traumageschichten, also gesegnet sind wir beide nicht, aber egal. Auf jeden Fall haben wir beide einen Schwerbehindertenausweis und Pflegegrad, ist einfach so. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, als ich kleiner war, war es so, dass ich meinen Ausweis bekommen habe und ich hatte damals 20% erst. Dann hat meine Mutter aber interveniert und mein Vater hat damals seinen Ausweis bekommen, auch mit 20%. Und dann habe ich meinen neueren Ausweis bekommen, auf dem stand schon 50%. Und dann bin ich zu meinem Vater wirklich hingegangen, ich kleine Pisskröte, entschuldigt, aber anders kann ich mich da echt nicht bezeichnen. Und dann hat zu meinem Vater gemeint, so, ich habe 50%. Ich bin schwer krank als du, so im Grunde genommen. Aber das ist so, also das, so, ja, das war so wirklich. Dann habe ich den Pflegegrad bekommen und dann habe ich auch das meinem Vater aufs Brot geschmiert, so nach dem Motto tüdüdüdüdüdüd. Und dann irgendwann kam so dieser Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, was es war oder wieso, aber irgendwann habe ich mir selbst gedacht, ich will nicht kränker sein als mein Vater, ich will eigentlich auch gar nicht kränker sein, eigentlich ist das doch total schräg. Und als mein Vater dann in dem Monat angefangen hat mit, ich habe dann und das mehr und mehr, habe ich gemeint, ist das nicht eigentlich eher traurig? Ja. Und dann irgendwie habe ich dann irgendwann nochmal einen Ausweis bekommen. Bei wie viel Prozent bin ich denn eigentlich gerade zur Zeit? Mama? Bei wie viel Prozent steht eigentlich gerade mein Ausweis? Haha. Hä? Wieso erzählst du eigentlich immer so Stuss, Mama, und hilfst mir nicht? Das ist voll unfair. Du bist kein produktives Mitglied dieses Videodrehs. Schäme dich, Mama. Na, no, jetzt will ich es wissen. Wartet einen Moment. Echt? Oh, Toni! Mir ist das jetzt voll egal, aber. Wartet mal. Na, immer diese blöden Handtaschen, die viel zu groß sind. Oh, wenn man aufstehen wird, wird man es sich leichter machen, Elenchen. Oh, schön. Lass einfach die Kamera weiterlaufen. So. Okay. Bin wieder da. Entschuldigt. Und da steht ja zum Glück nicht mal, da steht ja kein Name, unbefristet 70%. Oh, Glück gehabt. Andere Seite, die ich euch jetzt nicht zeigen könnte. Da steht was drauf. Aber ich kann euch mal die Vorderseite zeigen. So sieht so ein Ausweis aus. Und da ich weit genug weg bin, sieht man nichts. Ich kann es so hinheben. Vorteil am Weiß in Weiß. Und hier sind dann die 70%. Und als ich ein Kind war, habe ich mir da echt noch drauf was eingebildet, diese 70% zu haben. Habe dann aber im Nachhinein die Erkenntnis gewonnen, dass Kränkersein nicht besser ist, sondern eher was Schlechteres. Und seitdem finde ich irgendwie, dass dieses Spiel, wer ist kränker, irgendwie nicht hilfreich ist, sondern eher dämlich. Ja, Mama, es ist dämlich. Es ist sacke dämlich.
Und ich muss zugeben, seitdem ich aufgehört habe mit meinem Vater, wem geht schlechter zu spielen, geht es mir auch ein bisschen besser, weil ich mich ja nicht mehr darauf konzentriere, wo bin ich jetzt kränker als mein Vater. Und ja, seitdem geht es mir besser. Aber ich muss zugeben, für mich war auch so diese Erkenntnis dieses Spiels, war irgendwann, ich glaube, das ist so der Grund, warum ich dann aufgehört habe, es lustig zu finden, war die Erkenntnis, mein Vater, der ist immer kränker geworden. Wenn ich 20% hatte, hatte er 30. Wenn ich 50% bekommen hat, war er schon bei 60. Und diese Erkenntnis, wenn das Amt sagt, dein Vater ist kränker, egal was du tust, das hat mir Angst, er hat mir dann eher Angst gemacht, als dass es dann irgendwie dann noch ein Spiel war, weil dadurch ist mir dann der Gedanke gekommen, wenn mein Vater ja immer kränker wird und nicht mehr gesünder, was ist dann? Und ich glaube, dadurch habe ich dann irgendwann aufgehört, dieses komische Wer ist kränker spielen zu wollen, weil für mich ist das dann nicht mehr so ein Wer ist kränker Ding, sondern dann ist die Frage, wenn mein Vater so schwer krank ist, was ist, wenn er dann irgendwann was ist, wenn er dann wegstirbt? Weil ein Leben ohne ihn kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Er ist immerhin mein Vater und ich habe meine ganze Mimik von ihm geerbt. Und bis auf den Bartwuchs bin ich eigentlich fast wie mein Vater. Also mal ganz ehrlich, ich komme mehr nach Papa. Und ja, das sind so diese Sachen, das war so dieser Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, da muss ich was ändern. Und ich versuche seitdem auch meinen Papa eher aufzuheitern, wenn er so das Gefühl hat, ich bin kränker, und ihm dann ein Lächeln zu schenken. Weil es das heißt ja immer, ein Lächeln kann alles heilen. Also hoffe ich, dass es mein Papa auch heilen kann, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich ja nicht so funktioniert, aber wenigstens, wenn er lacht, geht es ihm ja dann besser. Was? Ja. Das ist doch so. Ja, ist ja auch gut so. Ja. Jetzt haben wir hier ein Video volles Gezicke noch. Ja, so bist. Ich bin nicht so. Oh, nein, nein. Damit beende ich mein Video, damit ich Mutti anzicken kann. Damit ich hier schön unzickig wirke. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Wobei ich auch mal wieder dazu aufrufen möchte. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Mir ist keine Frage zu privat. Ich erzähle euch von allem, was ihr wollt, selbst wenn ich aufs Klo gehe. Nein, Entschuldigung, jeder muss pinkeln. Ist halt so. Ihr könnt mir jede Frage stellen. Also, mir ist fast nichts peinlich. Was ist mir eigentlich überhaupt peinlich? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist mir überhaupt peinlich? Ja, nee, eigentlich gar nichts, wenn ich so drüber nachdenke. Schreibt mir gerne mal eure Fragen so in die Kommentare, weil ich weiß oft gar nicht, was eure Fragen so sind. Und ihr könnt nichts kaputt machen. Im Zweifel bin ich, wie ich bin. Und wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte, kann ich ja auch einfach sagen, ich möchte sie nicht beantworten. Also, nur wenn ihr fragt, habt ihr die Chance, mehr zu erfahren. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.